Kanzelausstellung in der Mehrzweckhalle BCP in Buchs am 5. und 6. November. Wenn ihr die verpasst, dann könnt ihr noch auf Arburg, Lenzburg, Locarno, Richterswil und Kloten gehen. Das sind zwei Richterinnen aus der Schweiz. Eine ist aus Estland gekommen und ein Richter aus der Schweiz. Und das hier, das sind die Rassen ganz verschiedene. Schwierig, um sich da auszukennen. Aber wir werden es schon sehen. Alles tun für Katze, für die Katze. Ja, das hat man auch gesehen, dass die Besitzerinnen, die Züchterinnen, die Züchter und Besitzer, dass die alles tun für Katze. Das war relativ ruhig. Sie haben wenig miaut. Die Katze einen ganz ruhigen Eindruck gemacht. Man gemerkt, mit diesen Katzen beschäftigt man sich. Ja. Also alles für die Tiere tun. Und wer schon mal Katzen hat, der hat wirklich eine riesige Freude. Man fragt sich dann natürlich auch, was ist das für eine Rasse? Oder wie geht man mit der um? Gibt es verschiedene Charaktere und so weiter? Ich versuche das alles in dieser Reportage ein bisschen erfragen. Es war manchmal gar nicht einfach, die Katze reinzubringen. Es ist ja eine riesen Arbeit, um die Katze überhaupt zu dieser Ausstellung zu bringen. Aber jeden Tag 160 Katzen hier am BCB. Der Michael Friedauer, das ist der Chef dieser Katzenvereinigung. Er selber ist übrigens auch ein Züchter. Wir haben Katzen aus Niederlanden hier, aus Liechtenstein, Deutschland, Italien ist auch hier vertreten. Und da geht es eigentlich, die Leute sind im Hintergrund, ihr seht es, sie sind Käfig noch einrichten, wir starten erst gerade. Und jetzt fängt es dann an mit dem Richten, mit der Bewertung. Und am Nachmittag um 4 Uhr ist dann der Höhepunkt, dort wird dann Best in Show verliehen. Gibt es irgendwie spezielle, weißt du, Katzen, die bevorzugt werden? Oder? Ja, man hat natürlich verschiedene Rassen hier, ganz verschiedene. Nur haben wir jetzt speziell heute Samstag, die sind Sibirer und Neva Maskerade dran. Das sind einfach zwei Rassen, die jetzt mehr vertreten sind und die haben noch eine Sondershow, damit man auch dem Publikum kann zeigen halt die verschiedenen Katzenrassen. Weil, ja. Und, Katzen sind sehr beliebt, gell? Ja, wir haben natürlich 1 Million etwa in der Schweiz, oder, wo Katzen sind. In der Schweiz gibt es ungefähr 4'500 Züchter. Bei uns im Rassenkatzenvereinigung Ostschweiz, wir haben rund 250 im Raum Ostschweiz, die bei uns Mitglied sind und die das mitmachen. Die Ausstellungen haben alle einen internationalen Charakter, das heisst, es wird auch international vorgeschrieben, wie das abzulaufen hat. Wir sehen nachher dann vielleicht noch bei den Richtern vorne, wie die einzelne Katze, weil jetzt wird jede einzelne Katze bewertet. Und eigentlich die schönsten Katzen von jedem einzelnen Richter werden am Nachmittag zusammengeführt, eben bei der sogenannten Best-in-Show. Was zahlst du für so eine Katze, also vom Biss? Also eine Rassenkatze, denke ich mal, bei einer nicht so populären Rasse, fängt bei 800 Franken an und geht bei Liebhabertieren auf vielleicht 1500 Franken. Und wenn man ein Zuchttier kauft, kostet das natürlich noch ein bisschen mehr, bis zu 2'500 Franken. Jetzt bist du auf einem Bauernhof, hast immer Katzen gehabt, mit Katzen aufgewachsen, jetzt bist du in einer Stadt, in einer Wohnung. Kannst du so Katzen in einer Wohnung drin haben? Ja, genau, das ist bei mir auch der Fall. Also ich bin hier in der Nähe, im Eichberg bin ich aufgewachsen, auch in ländliche Gegend. Und das einzige Tier, das du eigentlich kannst in der Wohnung haben, nicht allein, vielleicht das zweite, ist eigentlich eine Rassenkatze. Weil die sind sich gewöhnt, dass man es umdreht, sie sind halt verbundener und nicht so eigensinnig eigentlich wie eine Katze vom Bauernhof. Und wenn sie ein Haar hat auf der Polstergruppe? Ja, das gehört dazu. Das ist wie Make-up. Natürlich, wenn man Tierli hat, hat es Haar, aber man tut sie auch pflegen. Und dann hat man umso weniger. Also ich habe kein Problem. Ich habe einen guten Staubsauger und dann ist das kein Problem. Hast du deine Katze auch da? Ja, ich habe meine Katze auch. Komm, genau, lernst du dieser Katze? Ja, ist gut. Das ist jetzt deine Katze, he? Ja, genau. Hey, wie die aber schaut, du. Hallo. Das ist aber, zum Teil, ich habe eine Schwägerin, die hat richtig Angst vor Katzen, wenn die so schaut. Muss man Angst haben vor Katzen? Nein, grundsätzlich muss man vor den Katzen keine Angst haben. Die sind eigentlich pflegeleicht und sehr anhänglich. Ich kann sie uns einmal demonstrieren. Oder? Ich kann sie uns einmal ein Kätzchen rausnehmen. Die sind ja schwer, gell? Was sagst du so? Ja, der hat jetzt 8 Kilo. 8 Kilo? Ja. Oder? Ja. Ich sehe sie so. Zeig mal. Ja. Wunderschön, hä? Wunderschön. Ja, was ist das für eine Rasse? Das ist ein britisches Kurzhaar. Das ist die Katze eigentlich von der Schäbenwerbung. In Blau heisst die Farbe. Ist zwar grau, aber bei uns heisst sie im Fachjargon ist die Farbe blau. Warum jetzt gerade die? Ja,
mir gefällt es einfach am besten. Es gibt ja, keine Ahnung, 70 verschiedene Katzenrassen mit jensten verschiedenen Farben. Aber ich habe mich eigentlich ins Blau verliebt. Und ihr seht, sie sind eigentlich relativ, ja. Hast du zwei? Neugierig. Ja, ich habe 3 Katzen. Okay. Und dann lässt du es nie raus, weißt du, so voraus. Also auf dem Balkon und so darf ich es. Meine Schwester hat auch Katzen, die lässt es auch raus. Ja. Aber zum Züchten ist natürlich nicht so gäbig, wenn man den Kater rauslässt und der nachher die ganze Nachbarschaft deckt. Du züchtest auch? Ja, genau. Ja. Ich habe noch mal eine Katze, ja, im Block, und dann am Abend bin ich einmal um die Blöcke herumgestrillt und immer gerufen, Schlufi. Es ist ja schwierig, gell, etwa einmal? Ja. Ja, das schon, aber sie hört natürlich, er weiss genau, wenn er gemeint ist. Aber er reagiert natürlich nicht immer, weil es bleibt eine Katze, die eigensinnig und eigenständig eigentlich ist. Züchten, was heisst denn das? Auf was musst du schauen? Ja, also jede Katze hat einen Standard, der definiert ist, der eben auch danach gerichtet wird. Sehen wir dann nachher vielleicht. Der Brit sollte eigentlich überall rund sein und da sieht man, das sind eigentlich ein Prachtexemplar. Sie müssen überall rund sein, also runde Öhrchen und ein bisschen so Teddybär-Look haben. Und da wird jeder einzelne Punkt, also da wird Körperbau, Augen, Ohren und alles wird bewertet. Und sie sind ja sehr zahm, he? Irgendwie auch, ja, gewundert sind sie auch. He? Sie sind natürlich menschenbezogen, oder? Weil eben in einer Wohnung, was haben sie? Der Mensch, oder? Und wenig Gefahren eigentlich, oder? Und darum sind sie auch relativ umgänglich. Das wäre schön, wenn man wüsste, was sie jetzt da denken. He? Die studiert schon lange, ob sie auf den Sprung weg soll. Weißt du? Du bist immer gespannt, he? Ja, es geht. Also, es ist schon so, aber eben, er ist eigentlich mehr so wie ein Herdöpfelsack. Das ist auch schön, oder? Weil mit Katzen, die ängstlich sind, sollte man natürlich auch nicht ausstellen. Da gibt übrigens auch Abzug. Und die nimmt man dann in der Regel. Man weiß es ja nicht, oder? Sie zum Beispiel, Diala, sie ist das erste Mal an der Ausstellung. Und dann weiß man nie, wie sie reagiert. Aber wenn sie jetzt gestresst oder so wären, nimmt man die natürlich nicht mehr mit. Wie hast du die Streifen hingekriegt dort am Schwanz? Das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist eigentlich. Fehler darf man nicht sagen, aber eigentlich ist jede Katze, auch die Unifärbigen, sind eigentlich genetisch tigelt. Und das ist ein Fehler? Und das empfehlen nicht unbedingt. Aber man sieht es halt noch, dass es so ist. Weil sie wechselt auch. Bei den Jungen sieht man es noch mehr. Dort sieht man eine sogenannte Geisterzeichnung. Die ist hier aber schon fast weg. Ja. Du hast das Gefühl, die Jale ist sprungbereit. Bist du bereit? Ja. Das ist das erste Mal bei einer Ausstellung, gell? Genau. Das ist etwas Spezielles, gell? Ja, ja. Und eben, weil man da auch noch organisiert, oder, hat man nicht gerne so viel Zeit. Normalerweise hockt man natürlich auch hier den ganzen Tag und kümmert sich um die Kätzchen, oder? Aber weil sie einen erfahrenen Showveteran dabei hat, sollte sie eigentlich nichts machen. Ah, das ist er da, hä? Ja, genau. Also. Er lernt jetzt gerade den Nachbarn kennen. Ist das bei den Katzen wie bei den Menschen? Ja, der Mann ist der Chef. Genau. Ja, mein, das ist immer so. Kann man so sagen. Oder? Und sie sind natürlich auch immer, das ist wie in der Natur auch, Männchen sind immer ein bisschen schöner. Also sie müssen halt auch Fortpflanzung, oder? Sie sind ründer, sie sind grösser, sie sind ja, halt mächtiger und man sieht sie ein bisschen schöner. Also gell, die Natur gibt ja Ausnahmen. Bei den Menschen, ja, ist es vielleicht nicht so, dass Menschen, ja, immer schöner sind, gell? Aber man sagt es. Hey, du bist der Schönste, gell. Du bist der Schönste, du weißt das, gell? Du bist der Schönste, eindeutig. Jetzt musst du schauen auf die Jala. Hey, schau mal. Zu was schaut das Jala? Mit welchen, ja, Liebäugeln sind sie da? Zu einer anderen Katze, die hat sie natürlich noch nie gesehen, oder? Ja. Darum sind die auch in der Käfig getrennt natürlich voneinander. Ja. Weil die Katze da hinten, das ist ein Bengal, ja, zum Beispiel, genau. Ja. Die kennt sie natürlich nicht. Die sieht sie heute und schmeckt sie heute zuerst mal. In der Wohnung darf ich sie bei dir frei rumspringen? Darf ich rumlaufen, wo es will, natürlich, ja, oder? Und eben, wie gesagt, meine Schwester hat auch Katzen, die lässt zum Beispiel raus. Aber wenn man züchtet, ist halt nicht so, ja, man sollte es nicht rauslassen. Oder? Weil dann hast du unkontrollierte Produktion oder Populationen. Und das will man natürlich nicht, weil wir wollen gezielt züchten, dass wir schöne, gesunde und vor allem liebe Tiere haben am Schluss. Abwechslung, ja? Ja. Woher kommst du? Vom Bodensee kommen, von Kreuzlingen. Ja. Und? Was macht das mit der? Da gibt es ja Preise da für die Katze, je nachdem. Ja, also es gibt Punkte, man kann Punkte sammeln, oder? Also? Wenn er dann quasi bewertet wird gegen andere in seiner Klasse. Und ja, und eventuell kann man dann auch am Ende best in Show und dann werden die Katze präsentiert am Ende.
Und dann sieht man, wer die Beste ist. Also, ja. Bist du also pro Kategorie. Bist du Züchter oder? Bist du Züchter oder? Ich habe ihn gekauft. Mein Züchter ist heute nicht da. Also er gehört einer Zucht an, aber mein Züchter ist nicht da. Ich selber bin kein Züchter. Ist ein bisschen nervös, ne? Ja, er ist ein bisschen nervös. Hier, gell? Der, guck mal da rein. Wunderschöne Katze. Was ist das für eine Rasse? Was ist das? Das ist ein Bengale. Und die sind eigentlich so, man sieht sie leider, die sind recht lang. Ja. Ja, recht kräftig und auch ein bisschen wild vom Fell. Und ihr zwei seid Ton in Ton, hä? Du mit deinem, fast Ton in Ton. Nein, nicht ganz, aber heute passt es ganz gut. Ja. Du bist so ein richtiger Katzenliebhaber, warum ja, das? Auf jeden Fall. Ach, wir haben schon immer Katzenkett. Früher auf dem Bauernhof haben wir immer Katzenkett, gell? Und jetzt halt ja, in der Stadtwohnung haben wir halt ihn. Manikür! Ja. Sie macht's gut. Braucht viel Fingerspitzengefühl, hä? Ja. Ist das wichtig auch für die Bewertung? Oder? Auf der Ausstellung müsste man die Nägel schneiden, ja. Ach so. Wenn sie zu lang sind und der Richter wird erwischt von der Katze, dann wird man disqualifiziert. Hoppla. Ja. Okay. Also ich wusste es bis jetzt auch noch nicht. Drum macht sie mir das jetzt. Und ihr könnt Vorarlberg? Ja. Und jetzt habt ihr noch die Nägel schneiden lassen. Jetzt wisst ihr, wie es geht. He? Ja, ich glaube ja. Ich gehe wieder zum Melanischler einfach. Ja, also bei uns eben, wie gesagt, wir sind so organisiert, dass wir einen weltweiten Dachverband haben. Föderation International Feline. Und dann haben wir natürlich einen Schweizer Verband, das ist die FFH, und wir sind hier der Regionalverband der Rassenkatzenvereinigung Ostschweiz. Und ich sage immer, es wäre gleich wie beim Fußballclub. Also du hast einen Weltverband, du hast einen Schweizer Verband und dann hast du noch den FC St. Gallen, der auch mitschuttet. Und wir dann halt auch einmal im Jahr so eine Katzenausstellung organisieren, nach diesen internationalen Regeln. Ja. Und heute wir haben ein Richtergremium. Damals sind drei Schweizer, also das sind übrigens die und eine von Estland. Und die Richter, da braucht übrigens eine Ausbildung. Da geht nicht einfach so. Und die tun einfach die Stand-up vergleichen, oder? Sie, die da vorne gerade hergelaufen ist, das ist aber eine Besitzerin, oder? Ja. Die warten jetzt alle auf Bewertung. Genau. Sonst können wir mal hinterher gehen, dann können wir ja vielleicht mal zulassen. Dann nimmst du die Katze mit, du bist dabei, gell? Ja, aber da muss ich natürlich warten, oder? Ja. Ich habe heute Morgen habe ich gesehen, im Katalog, welcher Richter. Also ich habe es vorne gesehen, weil ich den Katalog gemacht habe. Aber der Aussteller sieht seine Katalognummer, weil die Katzen haben jetzt noch keine nehmen, weil das sollte einigermaßen anonym ablaufen, sondern nur noch Nummern. Aha. Und erst am Nachmittag. Und wenn jetzt zum Beispiel beim Alfred Wittich ist jetzt Nummer 52 dran, am Richten, das Nummer 54, 58 und 62 darf ich parat sein. Also sie müssen schon da aufmerksam sein, Besitzer, damit es nachher noch funktioniert. Und dreireden kannst du nicht, gell? Dreireden kann man nicht. Die Richtermeinung ist eine Richtermeinung und die hat man zu akzeptieren. Kannst du mal kurz erzählen? Jawohl. Auf was schaust du jetzt da? Das ist jetzt eine norwegische Wildkatze und die ist in der Babyklasse, die zwischen 4 und 7 Monaten ist. Und ja, da schaut man den Körperbau an. Eine norwegische Wildkatze ist im Gegensatz zu der Maine Coon quadratisch und nicht rechteckig. Also, wenn sie so schön ansteht, soll das Bein, Körperlänge, Rückenlänge und so ein schönes Quadrat bilden. Dann schauen wir natürlich den Kopf an, wenn wir von vorne schauen. Hat jetzt hier ein ganz schönes Dreieck, so wie es muss sein, oder? Die Linie von der Schnauze zu den Ohren raus, das soll ein schönes, tolles Dreieck sein. Die Ohren sind natürlich auch so gross wie möglich. Und im Gegensatz zu den Maine Coon haben die ganze Grazprofil, wenn wir jetzt hier auf der Seite dort schauen. Genau. Da muss man einiges verstehen, hä? Ja, du musst ja ein bisschen etwas wissen über die Rassen. Musst du dich vorbereiten, je nach Rasse? Oder hast du auch gewisse Rassen, die du beurteilen sollst? Vorbereiten muss ich mich nicht. Also, das sind Rassen, die man an jeder Ausstellung hat. Aha, berichten, okay. Oder? Ja, dann weißt du, was du daran kommt. Ja, ja, sehr schon, oder? Und die Besitzerin, die kann einfach zulassen und das akzeptieren. Wie ist das so, wenn man so eine Katze bewertet wird? Ich war noch nicht so viel an einer Ausstellung, das erste Mal.
Das erste Mal, ja. Das erste Mal? Ja. Das ist sehr, sehr gut. Ja. Jawohl. Das ist der Opa dazu. Mhm. Ja. Was? Das ist der Opa? Das ist der Opa. Oh, der sieht aber ganz anders aus. Der Opa. Wie kommt es das dazu, dass das der Opa ist? Sie sehen ja völlig unterschiedlich aus. Ist das eine andere Rasse? Oder? Sie ist jetzt eine Vollfarbe, oder? Ah, ja. Ohne Agouti, ohne Tebbi. Ja. Und der Opa ist eben ein Blautebbi, oder? Und den hat er erst noch auch mit Weiss. Und da entstehen natürlich verschiedenste Farben. Es gibt natürlich schon die genetischen Lehren, oder? Dass von gewissen Farben die Farbe nicht fallen, oder? Aber das kann ich jetzt gerade zu weit, wenn ich das alles erklären möchte. Bist du Tierarzt? Bist du ein Freak? Bist du ein Wissenschaftler? Wer weiß das alles? Ich bin Katzenzüchter seit 45 Jahren. Und ich bin dieses Jahr genau 40 Jahre Richter. Und habe natürlich schon sehr, sehr, sehr viele Katzen. Die sind durch meine Hände gegangen. Dann gibt man die Katze hin, die wird bewertet. Und dann, wenn man nicht zufrieden ist, was macht man? Ja, dann ist, wenn man nicht zufrieden ist, hat man halt den Punkt nicht und muss es akzeptieren. Und die Nägel sind geschnitten? Natürlich sind die geschnitten. Das scheint ganz wichtig zu sein, wie man die präsentiert. Ja. Ja, schauen wir mal, was er da meint dazu, der gestrenge Richter da. Also sie kommt zurück zur Nomination, das Baby. He? Okay. Und jetzt haben wir da den Opa. Opa, ja. Okay. Der Opa. Der Opa ist auch ein Bube, hä? Ja. Also. Da sehen wir jetzt wirklich einen schönen ausgewachsenen Kater, hä? Jawohl. Auch schön lange Beine hat er. Er ist also auch schön quadratisch. Einen schönen langen Schwanz hat er. Dann sehen wir auch hier wieder das tolle Dreieck, das er hat und das gerade Profil. Wunderschöner Ausdruck. Und von der Farbe ist er Blautebbi. Ja, Emberträger ist er. Deswegen dieses rotstichige dann. Ja. Das ist halt so, he? Mit Weißen. Wunderschön. Wie viele Punkte kann man eigentlich erreichen maximal? 100. 100? Ah, das ist genau wie bei den Kaninchen. He? Ja, aber bei den Kaninchen ist alles ein bisschen anders noch. Genau. Bei den Katzen einmal nur sehr gut als Bewertung rausgegeben werden, oder? Dann darf sie weiterleben und Kaninchen werden aufgegessen. Das ist ein kleines Spielzeug, ach so. Aber er lässt sich davon jetzt nicht beeindrucken, während die Kleine da schon. Ach so, okay. Ja. Und was beabsichtigst du damit, mit dem kleinen Spielzeug? Dass er quasi nicht abhaut, auf gut Deutsch, weil die Kinder, die haben dann die Tendenz, öfters mal nach rechts oder links zu gehen und vielleicht einmal mehr zu schauen. Okay, gut, dann lassen wir euch. Ja? Okay, danke, tschüss. Ja, bitte. Wie bist du so zum Katzenliebhaber geworden? Ja, man hat schon immer Katzen gehabt. Und irgendwann haben wir den Herrn Friedauer kennengelernt, unseren Präsident. Und dann haben wir sagen, das ist noch etwas Spannendes. Und so haben wir aus dem Hobby Katzen zu halten, eine Katzenzucht gemacht. Und so sind wir dann irgendwie reingerutscht. Und heute ist man Hallenchef und macht da aktiv mit und macht Spass. Zucht, das ist irgendwie etwas, was ich gar nicht gewusst, dass es überhaupt gibt, so in dieser Art und Weise. Das ist noch beliebt in der Schweiz. Also ja, ich würde schon sagen, ja. Und wenn man halt eine Rassenkatze will, dann ist wichtig, dass sie aus einer Zucht kommt, nicht einfach von irgendwo. Wir haben Regeln, wir haben Gesetze, wir halten uns an die Sachen und so ist es auch für den Käufer eine sichere Geschichte, dass da auch sag jetzt, was Anständiges ist und nicht einfach von irgendwo kommt und nicht genau weiß, was dahinter steckt. Gibt es verschiedene Katzen, weißt du, die sich eignen für verschiedene Aufenthalte? Wenn du in einem Block drin bist, auf einem Bauernhof oder sonst irgendwo? Ja, sicher. Also es gibt Katzen, sagen jetzt mal kleine, große, die vielleicht mehr Auslauf braucht, die vielleicht ein bisschen wilder ist. Es gibt Rassen, die sehr, sehr aktiv sind, wie mit den Hunden auch. Rassen, die wirklich Auslauf brauchen, die Spiel brauchen, die sehr, sehr aktiv sind und actionreich. Und dann gibt es auch andere Rassen, die gemütlich sind, die ein bisschen ruhiger sind, die sich dann vielleicht auch besser eignen für ältere Leute, sage ich jetzt einmal, oder für einen ruhigeren Haushalt. Und dann hängen um andere mit vielen Kindern, wo Action ist, Rassen, die dort halt auch besser reinpassen. Da kann man sich beraten lassen, oder? Ja, natürlich, ja. Darum ist so eine Katzenausstellung wie hier natürlich perfekt, weil es alle oder viele Rassen hier vor Ort hat. Und die entsprechenden Züchter, die man mit ihnen diskutieren kann und sich auch so ein Bild machen über die verschiedenen Rassen. Weil oft nämlich
Kunden oder Besucher glauben, es sind nur verschiedene Farben, nur verschiedene Optiken und die sind charaktermäßig alle gleich. Und das ist definitiv nicht so. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Charaktere. Und darum an so einer Katzenausstellung ist eigentlich die beste Chance, sich einmal das Bild zu machen über die ganzen Möglichkeiten, die es gibt. Als Züchter kannst du Aussagen machen zum Charakter einer Katze? Ja, definitiv. Also eben, je nach Rassen gibt es jetzt wie jetzt einen Bengale zum Beispiel, eine sehr, sehr aktive, wilde, actionreiche Rasse. Die springen gern, die rennen gern. Nehmen wir jetzt einen Perser als Gegenteil. Perser sind sehr ruhig, sind sehr gemütliche Katzen. Oder wie meine Rasse Briten, britisch Kurzhaar oder britisch Langhaar, sind auch eher gemütliche. Also die eignen sich zum Beispiel sehr, sehr gut als Hauskatze oder als Wohnungskatze. Die haben auch nicht so ein Bedürfnis nach rausgehen, nach wild sein. Und so gibt es einfach da ja, verschiedene Möglichkeiten. Und natürlich auch in den Rassen hinein gibt es natürlich auch sagen wir, wildere und gemütlichere. Und als Züchter hast du ein Auge auf das. Und wenn du einen Wurf hast, dann merkt man meistens ziemlich schnell, dass vielleicht das eine Kätzchen eher ein Wild ist, wo lieber ein Action hat, wo vielleicht eher in einer Familie ist, wo etwas läuft. Und andere Katzen, die vielleicht sehr introvertiert sind, die ruhiger sind. Und somit dann vielleicht eben irgendwo an einen Ort passen, wo halt eben nicht so viel Action ist. Und Katzen, die mehr Haar verlieren, die weniger Haar verlieren, ja, da gibt es natürlich, gell? Ich sage jetzt mal, schlussendlich Haar verlieren dann alle Katzen, so wie wir Menschen ja auch. Und wenn es halt vielleicht eine farbige Katze oder eine weiße Katze, sieht man durch die Katze auch ein bisschen besser. Da kommt auch ein bisschen drauf an. Aber schlussendlich, es sind auch Lebewesen wie wir, verliert jeder ein bisschen Haar. Aber ich glaube, das ist handelbar. Und wenn ich jetzt mit der Katze möchte, spazieren gehen? Weißt du? Also richtig am Bändel nehmen. Auch da gibt es natürlich Leute, die das machen. Ganz wichtig, einfach wie mit allem. Und auch bei der Katze ist es nicht anders, dass man einfach früh anfängt damit. Also, aber kann man, gell? Es geht, ja. Ich würde aber sicher jetzt nicht mit einer Katze, die schon 10 ist und dann noch nie gemacht hat, jetzt da ausprobieren. Genau. Die fühlen sich, denke ich, tendenziell eher nicht wohl mit so etwas. Aber selbst wie bei uns Menschen auch, wenn man früh damit anfängt, kann man sich früh daran gewöhnen. Das ist wie das Beispiel, wenn manchmal die Leute glauben, ja, an einer Ausstellung, da kann doch nicht gut gehen, die Katzen, die sind doch gestresst oder was auch immer. Auch da dasselbe, oder? Man nimmt nie eine Katze mit, die schon 5 ist und geht dann zuerst mal an eine Ausstellung. Dann hat sie vielleicht eher ein bisschen Stress. Wenn aber eine Katze als Baby schon das erste Mal mit kann und das erlebt, gibt es wirklich auch viele Katzen, die das sehr geniessen, die das lieben, mit ihrem Besitzer mal an eine Ausstellung zu gehen, die sich lieben zu präsentieren. Also darum, wie alles eine Gewohnheit und mit dem Gestellten rausgehen, ist genau dasselbe. Wenn man es früh daran gewöhnt, dann bringt man das eigentlich mit fast jeder Katze an. Jetzt gehst du spazieren und eine Katze läuft dir immer nach. Was machst du da? Ja, wenn sie natürlich im Quartier, sag jetzt mal, in einem Quartier wohnst, und so der Klassiker, oh, das arme Kätzchen, geben wir mal etwas Futter, ist natürlich immer gefährlich, weil Katzen gehen gerne dort hin, wo es Futter gibt und züchten plötzlich bei dir ein, obwohl es vielleicht gar nicht ein Notstand wäre, weil sie einfach ihre Runde nicht zieht. Und darum am besten eigentlich, sicher dürfen wir es mal streicheln und machen, aber tendenziell sind die Katzen auf der Runde und gehen wieder heim zu ihren Besitzern. Also da muss man sich eigentlich keine grossen Sorgen machen. Wunderbare Schnurrhörer. Auf was kommt es denn bei den Schnurrhörern? Dass sie so schön sind. So. Was machst du mit dem Zauberstängel da? Ja, eben, spielen. Das ist ein Zauberstängel. Und das ist ganz wichtig, dass sie entsprechende Schnurrhaare haben. Und auf was kommt es sonst noch drauf an? Auf die Locken. Auf die Locken? Auf die Locken, genau. Dann, dass sie gesund sind. Das Wesen kommt natürlich auch immer darauf an, dass sie sehr verspielt sind bei den Rex, sehr anhänglich, verschmust. Das bringt aber die Rasse schon mit sich. Und sie sind halt kleine Kobold und sehr lustig. Und darum ideal als Familienbüsse, weil sie auch mit Kindern sehr gut auskommen. Also ich merke schon, ihr habt wahnsinnige Ansprüche. Was nicht mehr! Das bringt die Katze mit sich. Sie ist so. Und wir schauen natürlich beim Züchten, dass wir es auch von Anfang an gut sozialisieren und entsprechend in der Familie gut aufwachsen. Und spielen muss man gerne mit der Katze, gell? Ja, genau. Aber Rexli sind auch gerne zu zweit, die wollen nicht allein sein. Und sind einfach lustige Kobolde. Ja. Und überall, wo man ist, sind die dabei. Gehen ihr mit denen auch raus? Es gibt viele, die mit denen raus gehen, ja.
Aber sie sind eigentlich lieber bei uns. Ja. Was machst du mit dieser Katze? Hast du Freude mit ihr, gell? Ja, und mit den Bahnen trainieren wir manchmal auch. Trainieren. Was tun wir? Trainieren, dass wenn wir zum Beispiel jetzt etwas sagt, dass sie auf den Hof dann kommen. Hoi, hoi, Zirkus! Können sie auch springen durch einen Ring durch oder so? Nein. Was machst du denn? Hey, was ist da für ein? Ich schau mal das an. Wow. Schmusibär. Sie ist eine richtige Katzenliebhaberin, gell? Ja, sie tut eben so einen Tusch. Deswegen sage ich ein Schmusibär. Ist sie bei dir im Bett auch? Darf sie ins Bett kommen zu dir? Nein. Aber du willst es gerne, aber die Mama sagt nein. Mama sagt nein wegen den Haaren, die sie drin hat, gell? Ich habe zuerst mit ihr. Zuerst habe ich mit ihr mit Rutschen gearbeitet, dass sie auf den hier kommt. Und danach mit Namen. Und jetzt kann ich sie rufen und dann kommt sie. Mit der kleinen Schwester zusammen haben wir mal einen Streit um die Katze. Wer ist? Welche Katze ist wem? Nein. Nicht? Nein. Toll. Weder mit der Schwester noch mit dem Bruder. Weil wir haben ja ganz viele Katzen um die Heim. Aha. Also die zähle ich nur für alle. Deswegen müssen wir uns ja nicht streiten. Katzen verbinden, gell? In dem Fall. Katzen verbinden, total. Ja, über Generationen, wie man sieht. Und du hast ganz viele Katzen daheim. Sind die auch unterschiedlich jetzt, wie deine Kinder? So? Also... Genau, ja. Ich züchte sibirische Katzen und Neva Maskerade. Was braucht sie so, weißt du, damit kannst du züchten sein? Also vom Haus, von der Umgebung her? Genug Platz, genug Zeit, genug Wissen und Ausbildung. Wie bist du überhaupt auf das gekommen? Ja, ich habe mir immer einen Hund gewünscht und habe mit 8 eine Katze bekommen. Genau. Und dort hat die Liebe und die Leidenschaft für Katzen angefangen. So, my compliments and see you later. Thank you very much. Thank you.
Dans leur standard, il y a tout qui est très, 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 très. Donc c'est très grand, très large, très bas. Très extrême. Très prominent, très, très, très. C'est le chat très, très. C'est presque parfait, hein? Ouais. Ouais. Le chat, toi? Moi? Non, moi je suis pas parfaite, non. Les chats sont parfaits, non? Moi pas. Le chat, oui. Ah, mais les maillots.